Was wir heute hier sehen können, sind wesentliche Entwicklungsschritte aus der Simulation des ID. Wir machen hier die Berechnungen für die Fahrzeugsicherheit. Wenn man sich die Entwicklungszeit eines Fahrzeugs mal anschaut, diese, ich sag mal, in etwa 3 Jahre, dann ist ein ganz langer Zeitraum wirklich geprägt von den Simulationen. Wir sind ganz nah am Menschen dran und legen im Grunde genommen alles das aus, womit der Insasse im Falle eines Unfalls zu tun hat. Das heißt, das sind die Rückhaltesysteme, das sind die Gurte, das sind die Airbags, das sind auch das Verhalten der Sitze, der Türverkleidungen, so alles, was den Insassen umgibt, wo er im Falle eines Unfalls mit in Kontakt kommen kann, das legen wir aus. Der gesamte Crashvorgang dauert im Frontalcrash gerade mal eine Zehntelsekunde und das ist ungefähr so lang wie ein Wimpernschlag. Und alles das, was wir auslegen, ist weit darunter. Das heißt, wir zerlegen den an sich sehr schnellen Crashvorgang in ganz, ganz kleine Zeitscheibchen und versuchen innerhalb dieser Zeitscheibchen das System zu optimieren. Insgesamt kann man sagen, dass der ID ein sehr sicheres Auto wird, überlegen absolut, und die Elektroplattformen sind da sehr vielversprechend. Volkswagen.